Welches Motiv wird sich heute an den Märkten durchsetzen? Eine neue Dimension in der Geschichte mit der Schuldenobergrenze in den USA, nachdem Fitch den Ausblick für das Rating der USA auf negativ abgestuft hat, oder der neueste Exzess in der KI-Blase durch die Zahlen gestern von Nvidia, aber es sind nicht die Zahlen, es ist die nachbörsliche Reaktion, die Aktie weit über 20% gestiegen. Mit 220 Milliarden Dollar wäre das der größte jemals verzeichnete Zuwachs an Marktkapitalisierung in der Geschichte der Wall Street, und wir wollen uns mal anschauen, was dahinter steht. Also das sind die beiden Motive. Was wird da wichtig? Wir starten zunächst mal mit dem Credit Rating. Fitch, wie gesagt, hat das Rating auf den Ausblick auf negativ gestellt, hat jetzt erstmal das AAA Rating belassen und hat gesagt, das Risiko ist deutlich gestiegen, dass es hier zu Kreditausfällen kommt aufgrund des Political Brinkmanships, also dieser ganzen Theaterkomödien, die da stattfinden zwischen den Demokraten und den Republikanern. Man sagt also, das Risiko ist deutlich gestiegen, deswegen senken wir erstmal den Ausblick auf negativ. Und hier sehen wir die Anleihemärkte, vor allem die kürzer laufenden Anleihemärkte, wie eben auch die Credit Default Swaps, also die Kreditausfallversicherungen, haben das Thema, anders als die Aktienmärkte, gleich viel, viel ernster genommen. Wir dürften hier bei den Credit Default Swaps nach der Warnung von Fitch eine neue Dimension erleben. Wir haben jetzt ja schon seit Januar eigentlich diese Schuldenobergrenze erreicht. Janet Yellen hat dann noch mit einigen Tricks versucht, die ganze Geschichte hinzuziehen. Aber wie gesagt, es wird nicht bis Juni reichen, laut Aussage von Janet Yellen. Die Republikaner bestreiten das. Jetzt kommen zwei Filme auf den Markt. Default, June 1st, 23 und Straight Out of Money. Das werden bestimmte Bestseller, die Sie hier rechts von mir sehen. Also das wird schon viel karikiert in den sozialen Medien. Hier neuester Stand. Jetzt hat McCarthy erstmal die Republikaner in den Urlaub geschickt. Am Montag ist ja Memorial Day, ja. Ihr könnt schon mal ins verlängerte Wochenende abreisen. Falls irgendwie sich doch was ergibt, dann würde ich euch zurückrufen. So McCarthy zu den Republikanern. Es gibt keinen neuen Termin erstmal mit Biden. Also die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass da in den nächsten Tagen nichts passiert oder einfach viel weniger Betrieb ist in Washington aufgrund eben dieses Feiertags in den USA. Und McCarthy ist vor allem durch den sogenannten Freedom Caucus unter Druck. Hier ein Bericht von Axios, diesem Politmagazin. Der Freedom Caucus ist eine Versammlung, wenn man so will, von sehr Konservativen innerhalb der Republikaner oder dem rechten Flügel, wenn man so will, der Republikaner, die Donald Trump zugeneigt sein dürften. Hier fordert man, da sollte überhaupt kein Deal sein. Es sollte nicht um einen Deal gehen, sondern es muss um die Rettung des Landes gehen. Das heißt, hier wird das in einer ganz anderen Dimension bereits gespielt. Und McCarthy darf keinen Deal machen, der sozusagen nicht massive Ausgabenkürzungen vorsieht. Und wir werden hier nicht uns von dieser roten Linie zurückziehen. Also das wird wirklich schwierig für McCarthy. Das wird auch nicht einfach für Biden. Die Parteien in sich ja sehr heterogen und gespalten. Jedenfalls reicht es schon dem einen oder anderen. Hier zum Beispiel Bradley Tusk in CNBC, also in dem relevanten Finanzmedium der USA, der sagt, also das sind die egoistischsten 535 Menschen in Amerika, diese Kongressabgeordneten. Das Einzige, was sie kümmert, ist ihre Wiederwahl und nicht, ob wir praktisch pleite gehen oder Millionen von Jobs verschwinden. Aber genau das ist das Problem. Wenn jetzt Donald Trump praktisch der ganz klare Favorit ist, bei den Republikanern als Präsidentschaftskandidat sich durchzusetzen und nicht DeSantis, das ist ja durchaus volatil, kann sich jederzeit ändern, dann sind viele Republikaner eben sicherlich geneigt, eher auf Trump zu hören, weil sie dann später politisch bessere Chancen haben. Das dürfte ihre Kompromisswilligkeit mit den Demokraten weiter einschränken. Und hier vielleicht nochmal eine Einschätzung auch auf CNBC von Megan Hsu. Die sagt, die Märkte sollten eigentlich zwei Aspekte besser berücksichtigen, nämlich die Risiken mit den gestiegenen Zinsen einerseits, aber auch, wenn es denn zu einem Schuldendeal kommt und dann Einschränkungen, Kürzungen bei Zahlungen
der Fall sind, wenn also weniger Geld ausgegeben wird, dann dürfte das eben auch eine Bremse für die Wirtschaft sein. Sie erwartet deshalb in der zweiten Hälfte 2023 eine Rezession. Kommen wir nun aber zu den Wunderdingen dieser Welt, nämlich Nvidia. Sie sehen, 24,65% ist der Nvidia nachbörslich gestiegen, der Umsatz über der Erwartung, aber alles andere wäre ja auch schon überraschend gewesen. Das ist ja immer so, dass letztendlich die Umsatz- und Gewinnerwartungen übertroffen wurde, so auch hier, wenngleich jetzt nicht gerade massiv hoch. Jedenfalls das, was die Aktie nach oben geprügelt hat, das war die Erwartung für den Umsatz im zweiten fiskalischen Quartal, also fürs nächste Quartal, 11 Milliarden Dollar. Plus minus 2%, man war eigentlich nur von 7,2 Milliarden Dollar ausgegangen seitens der Märkte. Und das hat die Aktie nach oben geprügelt. Wow, 11 Milliarden Dollar, das hat Nvidia noch nie erreicht. Jedenfalls, was Nvidia erreichen könnte, wäre, dass man fast 220 Milliarden Dollar zulegt an Marktkapitalisierung. Apple und Amazon hatten nach den Zahlen im Jahr 2022 190 Milliarden Dollar zugelegt. Noch muss man ja sehen, wie die Aktie dann heute 15.30 Uhr reinkommt. Das wäre also der größte Zugewinn in der History einer Aktie an der Wall Street nach Vorlage von Zahlen. Jetzt gucken wir uns mal hier die Umsätze an von Nvidia, dann sehen wir, der große Sprung ist eigentlich gekommen von 2020 auf 2021. Seitdem passiert nicht mehr viel. Wir haben 2021 24 Milliarden, letztes Jahr 28 Milliarden, dieses Jahr prognostiziert 27 Milliarden. Wir sehen, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 13% gefallen ist bei Nvidia, auch wenn man natürlich die Erwartungen übertroffen hat. Jedenfalls sollten wir hier diese Grafik uns anschauen, mal von Nvidia selber. Hier sehen wir eben der Umsatz unten, total 13% zum Vorjahresquartal gefallen. Was zulegen kann, ist Data Center 12% und Auto 53%, aber da ist der Bullshit-Detektor, wie hier ein Twitter-Kommentar schreibt, praktisch so heiß gelaufen, dass er ausgefallen ist. Denn hier wird ja praktisch auf eine unendlich wachsende Nachfrage praktisch referiert. Das heißt, man geht davon aus, dass das immer so weitergeht. Aber wir sehen, diese 11 Milliarden wäre schon ein echter Ausreißer bei Nvidia. Jetzt hat die Aktie mehr zugelegt als Micron und Intel insgesamt wert sind, wenn das so Bestand hat, oder auch AMD, Advanced Micro Devices, kennen Sie, AMD-Prozessoren sind in sehr, sehr vielen Rechnern, die haben sich da gegen Intel weitgehend inzwischen durchgesetzt, aber Nvidia hat nicht genau gesagt, naja, wie genau kommen denn diese 11 Milliarden Dollar zustande, und selbst wenn es in einem Quartal, im nächsten Quartal 11 Milliarden Dollar sein sollten, dann sehen wir, dass jetzt Nvidia bewertet ist mit knapp einer Billion Dollar, wäre jetzt das viertschwerste Unternehmen. Alleine der Nasdaq müsste eigentlich nach dieser Berechnung 1,67% steigen. Das ist ja dann nachbörslich ein Stück weit, oder ist ja auch passiert. Allerdings sehen wir, dass die asiatischen Märkte da nicht mitspielen. Japan, China, Australien, Südkorea, da ist man nicht gestiegen. Auch in Hongkong sind die Kurse gefallen. Aber nochmal zurück zu Nvidia. Wenn wir also jetzt mal 11 Milliarden Dollar in einem Quartal haben. Wir haben also eine Marktkapitalisierung von 1000 Milliarden, nämlich eine Billion. Das heißt, Nvidia müsste 100 Quartale einen solchen Umsatz vorlegen. Das wären also knapp 25 Jahre. Selbst wenn Nvidia jetzt den Umsatz dann nochmal irgendwie verdoppeln würde auf 20 Milliarden Dollar, dann wäre die Aktie immer noch zu teuer. Selbst wenn sie 30 Milliarden Dollar in einem Quartal verdienen würde, wäre sie immer noch zu teuer. Und das ist eben diese Übertreibung, die da der Fall ist. Ja, solche Dinge können länger irrational bleiben, als man denkt. Ich bin und bleibe Short, meine Damen und Herren, und habe auch nicht vor, das in irgendeiner Form zu ändern. Tut weh, gar keine Frage, aber bringt mich nicht um. Dementsprechend bleibe ich hier auf Linie. Jetzt kommen wir noch zur FED. Gestern ja die das Protokoll der US-Notenbank, FED Officials Push for More Rate Hikes. Einige andere sagen, naja, lasst uns doch mal abwarten. Also man ist hier, wenn man so will, gespalten. Einige sagen, wir müssen noch viel mehr tun. Andere sagen, lasst uns erst mal abwarten. Aber eins ist klar, keiner sieht in irgendeiner Form sinkende Zinsen, so wie kürzlich noch die Märkte, dazu gleich mehr. Hier sehen wir diese Kakophonie
man sagt, okay, wir sind data dependent, lass uns doch mal die nächsten Inflationsdaten anschauen, lass uns anschauen, wie der Arbeitsmarkt sich entwickelt, dann werden wir reagieren. Und hier sehen wir mal jetzt die Markterwartungen. Okay, Juni, 14. Juni, nächste Sitzung, also sehr wahrscheinlich eine Pause. Das hat die Fed ja schon mehr oder weniger signalisiert. Aber jetzt die höchste Wahrscheinlichkeit dann für einen weiteren Zinsschritt sogar im Juli. Und dann geht man davon aus, dass im September aber die Zinsen sinken. Das heißt aber, diese Zinssenkungserwartung, die noch kürzlich eben so virulent war oder praktisch Konsens war, die hat sich jetzt komplett zerschlagen, und zerschlagen hat sich jetzt auch diese ganze FOMO-Geschichte offenkundig. Der Rückgang gestern hat doch etwas zur Folge gehabt, gell? Jetzt habe ich eine Wortfindungsschwierigkeit, meine Damen und Herren. Elevator down, stairs up, elevator down, also mit dem Treffen nach oben, mit dem Fahrstuhl nach unten, so sagt der Goldman Sachs. Da hat es jetzt praktisch the fear of underperforming, FOMO, hat jetzt praktisch eine, oder wir sehen jetzt einen Game Changer in der Mentalität der Investoren, die über Goldman Sachs handeln. Das sind Hedgefonds, das sind auch teilweise größere Privatkunden. 61% der Amerikaner jedoch sagen, sie investieren in Aktien. Das ist der höchste Wert seit 2008 nach einer Umfrage von Gallup. Hier sehen wir mal diesen Trendbruch gestern beim S&P 500. Dieser Aufwärtstrendkanal ist erstmal gebrochen. Jetzt waren wir kurzfristig dann ziemlich überverkauft. Kurzfristig, man muss da immer die Zeitebenen unterscheiden. Manche sagen dann, überverkauft, wie kann das denn sein? Ja, auf 5-Minuten-Chart-Basis oder eben auf 15-Minuten-Basis übergeordnet sind wir natürlich alles andere als überverkauft, sondern überkauft, gerade bei den Tech-Werten. Also jetzt auf dem Weg vielleicht nochmal dieses Gap zu füllen im Bereich 4150 beim S&P 500, aber dann dürfte sich eben das übergeordnete Motiv nach dieser Blaseneuphorie bei Nvidia wieder durchsetzen, und das ist die größere Wahrscheinlichkeit für eine Rezession, die schlechten Aussichten. Wir sehen hier etwa die Junk Bonds, die diese Rallye nicht mitgemacht haben. Wir sehen den Transportsektor, der diese Rallye nicht mitgemacht hat. Wir sehen die Rohstoffe wie Kupfer, die abschmieren, die alle in Richtung Rezession deuten. Und da wird auch Nvidia, wenn in den USA eine Rezession kommt, nicht unendlich mehr wunderbare Dinge verkaufen für wunderbar gesteigerte Erwartungen. Und hier sehen wir auch diese Situation in Deutschland jetzt immer deutlicher. Gestern ja der deutlich schwächere IFO-Index, vor allem die Einschätzung der aktuellen Lage war ja so schwach. Heute Morgen dann IFO, die Exporterwartungen sind gesunken. Und zwar jetzt auf den niedrigsten Wert seit November 2022. Die weltweiten Zinserhöhungen schlagen langsam auf die Nachfrage durch. That is exactly the point. Die Wirkung der Zinsen, der hohen Zinsen, die wird kommen und die wird eben Nachfrage dämpfen. Das ist ja genau das, was die Notenbanken wollen. Und so sehen wir, dass jetzt nach der neuesten BIP-Revision in Deutschland, Deutschland offiziell in einer Rezession ist, also zwei Quartale negativ. Jetzt ist hier das erste Quartal von minus 1 auf minus 0,3% nochmal nach unten revidiert worden. Also wir are in a recession. Und was macht der DAX dazu gleich mehr? Jedenfalls drei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Kreditrating, Fitch warnt und setzt die USA auf Rating Watch Negative. Hier nochmal, warum, wieso, weshalb? Erste Empfehlung, zweite Empfehlung. Ja, was macht eigentlich unter der DAX? Was sind die Gründe für den Einbruch? Wir waren kürzlich auf Allzeithoch, über 16.300, und dann plumps auf 15,8 mal 500 Punkte. Natürlich vorher dieser massive Anstieg, den wir hier sehen, gar keine Frage. Aber jetzt eben plötzlich mal eine andere Geschichte. Der IFO ist das erste Mal seit 6 Monaten wieder rückläufig. Das war die zweite Empfehlung mit dem DAX. Und die dritte, das ist der digitale Euro, wird sehr bald Realität werden. Aua, aua, aua. Das ist aus meiner Sicht keine so wunderschöne Entwicklung. Diese drei Artikel empfehle ich. Das Markenflüster heute ein Ticken früher wieder. Ich sage Servus und Ciao.